Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Blasphemous 2 Boss-Folge. Also, holt den Knabberkram raus. Sollte noch was übrig sein. Ich kenne euch doch, ihr kleinen Schleckermäuler. Da ist doch bestimmt noch was übrig. Oder halt, je nachdem nicht. Also, Eisgetränke, Knabberkram. Wir gehen in den Boss-Fight. Da oben wird schon ganz eifrig mit Wasser rumgespritzt. Und wie... Oh, da hinten sieht man ihn schon. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Kolben hier so glücklich bin. Ob das die meine Waffenwahl bleibt. Aber ich denke... Ach, hier stimmt ja. Da holt er ja noch Kollegen. Ja, eventuell ist der Hammer gar nicht mal so verkehrt hier. Oh, das ist unglücklich. Oh, das... Ja, meine Güte. Ach, ich krieg schon die Krise. Nein. Durchatmen. Es war ein Reinkommen. Es war einfach nur, um mal zu gucken. Dass der halt auch Ads holt, ne? Das ist ja eine maximale Frechheit. Der Vorteil ist, dass wir gar nicht so sehr auf unser Mana angewiesen sind, da ich hier nichts mit Blitzkram mache. Wobei, er ist ein Wasser-Pokémon, ne? Eigentlich müsste ich jetzt hier mit... Das ist so fies! Junge, wann soll ich denn die beiden Heinis da mal wegmachen? Ja, stimmt, genau das Problem. Der Knüppel ist sehr langsam. Nein! Oh, jetzt. Ich glaube, ich muss wechseln. Schweren Herzens muss ich, glaube ich, wechseln. Da mache ich mir, tue ich mir keinen Gefallen mit. Also, wir haben jetzt halt stark gelevelt. Was ist denn hier überhaupt mit... Regualalba. Kann ich hier... Da fehlt mir auch einfach für Stufe 2 und 3 der ganze Bums. Alter, bei... Komm. Hier. Achso, das hier wollte ich. So, wir probieren das einfach mal aus. Das ist jetzt hier, das ist eine kleine Reinkommerphase. Nur ein bisschen ausprobieren. So, startest du mit der Fontäne oder startest du mit Ads? Ich dash da auch noch rein. Oh mein Gott. Geht das einmal komplett? Ja. Nee, geht's nicht. Ho, aber ho. Ich habe einfach komplett den Boss vergessen. Das ist wirklich... Das mit den Ads ist super nervig. Ach, scheiße, ich dachte, dass ich den vielleicht damit treffe. Oh nein, da war ja das Wasser. Aber ey, das ist gar nicht so verkehrt. Okay. Alles ist gut. Also überhaupt nichts ist gut, aber... Okay, das war einfach nur gierig. Oh mein Gott. Das ist aber ein ganz schlimmer Bub. Der holt die Erzeit auch sofort wieder. Haben wir irgendwas im... Ja, warte mal, wir können doch mal hier... Der macht ja was mit Wasser. Ist das irgendwie... Miasma-Schaden? Weiß ich nicht. Ist das Miasma-Schaden? Was haben wir hier? Den jeglichen Elementarschaden? Das ist ja... Halt nur geringfügig, ne? Erhöht die Resistenz gegen mir erstmal. Ja, aber gut, dann kann ich ja einfach das hier einsetzen. Ist ja dann auch nur geringfügig, aber halt gegen jeglichen Elementarschaden. Da weiß ich immerhin, woran ich bin. Vielleicht gibt es uns ja ein kleines bisschen... Einen klitzekleinen Vorteil. Das reicht ja schon. Okay, alles ist gut.
Die sind relativ schnell gestaggert. Oh! Ist viel zu viel los! Mein Gott! Oh! Trink einen Schluck! Okay. Nein, ich laufe da jedes Mal rein. Wir machen was. Nee, das. Also, das war ja gar nichts. Oh, Wasser. Oh, Doppelwasser. Was ist denn passiert? Am Anfang haben wir die Bosse hier weggemacht wie nix. Wir haben doch heimlich trainiert. Nichts mehr zum Heilen. Ich kann ihn halt nicht mit so einem vernünftigen "Hey, ich bin hinter dir" verarschen. Da ist der zu flott. Wie kriege ich diese Ads am besten weg? Ich meine, ich habe ja hier den Parry. Natürlich! Oh Gott, natürlich! Ich wette, ich kann seine Moves parryen. Das ist die Lösung. So, ne? Braucht man halt ein bisschen. Bis die Lösung mit der Flut angeschwemmt wird, das braucht manchmal ein bisschen. Testen wir direkt mal. Ja, das... Habt ihr gesehen, wie ich es getestet habe? So, erstmal einen Schluck trinken. Komm, wir trinken auch noch. Obwohl. Das ist unfair. Ich will was testen. Okay. Das ist gut zu wissen. Sehr, sehr gut zu wissen. Ja, okay. Alles klar. Da war jetzt das Timing nicht da. Aber es ist ja schon mal, die Wellen können wir mit der Waffe wegparieren. Frag mich da jetzt bitte nicht, wie das physikalisch möglich ist. Ne? Ich glaube, wir sind an dem Punkt. Sind wir vorbei. Schon lange. Aber eine wichtige Information. Sehr, sehr wichtige Information. Das macht es ja vielleicht ein bisschen einfacher. Wenn ich dann noch seine Angriffe getimed bekomme, dann... Oh! Okay. Oh, das war aber... Na, das war ein schlechtes Timing. Oh! Ja, oh. Das ist dieser Spieß, den der da nach unten macht. Da muss man doch... Also das... Das wirkt immer so, als bräuchte der da sehr lange, aber das kommt dann überraschend schnell. Kriegen wir alles hin. Ne? In der Ruhe liegt die Kraft. Muss man, so einen Boss muss man ja auch erstmal kennenlernen. Ne? Das ist ja wie das erste Date. Also wir sind jetzt schon beim 6. Date oder so, aber es ist ja... Ja. So, jetzt drehst du dich. Ach, da oben darf ich nicht durch. Ja, okay. Warte mal, bin ich gerade... Moment mal, Moment mal! Alles hat sich geändert! Als die Feuernation angriff. What? Ich kann einfach durch ihn durchnischen? Warte mal, das ändert ja... Das ändert ja alles! Ja, okay. Wenn man es kann, ändert das alles. Schon wieder Ad-Time. Kollege. Okay. Bei den Ads ist es eigentlich am besten, wenn man weit weg ist.
Das war gierig. Sag ich, wie es ist? Das war gierig. Mein Gott, bist du... Nein, nicht auf den Gegner. Oh, nervig. Oh nein, ich springe. Oh. Die Welle wollte ich reiten, die war halt einfach, ne? Das war die Welle meines Lebens. Verdammt. Aber das ist... Wir haben super viele Insights gerade. Super viele Sachen gelernt. Die letzten beiden Kämpfe. Das war sehr, sehr informativ. Kriegen wir hin. Müssen wir ja hinkriegen, ne? Herr Kollege, mach die Balken weg. Okay. Ja, dann gehen wir mal so weit wie möglich. Ah, nein, ich war so gierig. Wäre schon fast schon wieder gierig gewesen. So, was kommt? Okay. Wird irgendein Erfolg freigeschaltet? Weit wie möglich weg. Hui. Oh, Leute! Was sind denn sie für Plays? Das ist denkbar ungünstig. Nein! Du blödes Arschloch! Aber ich habe noch einen Heiltrank. Nein! Oh Gott! Ah, ist ja jetzt ärgerlich. Na! Ne. Gott! Ich halte das alles nicht mehr aus! Nein! Nicht gegen den kleinen Kackvieh! Der kleine Kackvieh, man kennt ihn. Boah, ist das ein Gehüppe bei dem Typen. Das ist ja... Boah, ist ja Sport. Guck mal, das Schwitzen. Mein Gott, immer diese dramatischen Balken. Oh, schaut mich an. Ich bin ein Spielfilm. Ich habe schwarze Balken oben und unten. Das ist ja nur... ein nerviges Hindernis auf meinem Weg. Okay. Das war gierig, das war... Die macht aber auch so viel Schaden, diese Welle. Nein. Hui. Hui. Doppelhui. Vielleicht soll ich mal was trinken, ne? Was war denn da? Das ist blöd hier, ne? Das ist umgangssprachlich für das ist blöd. Oh oh. Beruhig dich mal. Okay. Warum bin ich hier hin? Ah! Oh, zum Glück hat er den Step nach vorne gemacht. Das war gut. Nein, das hätte nicht passieren dürfen.
Geh doch mit deiner Blö... Was hat mich... Was? Hab ich der kleine Kackmann getroffen? Also, wir halten mal fest. Die Waffenwahl ist gut. Es braucht alles ein bisschen länger. Ich überlege gerade, ob ich einfach mit dem Dash-Arbeiter nochmal auf den Knüppel gehe. Ich müsste halt testen, wie viel Schaden ich mit dem Knüppel mache. Ich guck mal kurz. Ich guck mal. Das war der falsche Knopf. Nee, das lohnt sich nicht. Natürlich! Der Schaden muss mitgenommen werden, der ist umsonst. Oh, durch die... Okay, durch die Welle kann ich nicht durchdashen. Hat das aber jetzt nicht schon ein paar Mal funktioniert? Ich habe die Parieren-Taste gedrückt. Das Game hat mich nicht gelassen. So möchte ich, dass diese Geschichte erzählt wird. Und nicht anders. Sind wir uns da einig? Ich habe die Taste gedrückt. Und auch im richtigen Moment. Ich war einfach noch in der Animation. Aber das mit dem Knüppel lassen wir. Das führt zu nichts. Ach, Kacke. Ich habe meinen Fokus verloren. Mein Mojo. Alles. Ich muss das gerade erstmal wieder einsammeln. Wir müssen einmal kurz durchatmen. Kurze Atemübung. Sehr schön. So, ist ja besser. Wollen wir nochmal gucken. Wenigstens liegt es direkt vor der Tür. Das ist ja, sehr zuvorkommend. Na komm hier. Ach, ich Idiot. Ich dämlicher Idiot. Das fast erst nicht gesehen. Ich laufe noch fast in die Welle. Daneben. Oh, was? Hm. Nein, ich bin doch... Ach, ich bin doch gedasht. Trinkschluck. Ja, ganz hier hinten, das ist gut. Oh, ein bisschen schneller wegschnetzeln. Hui. Okay. Alles gut. Das war einfach nur frech. Ich möchte mit dem Manager sprechen. Der hat mir bisher nur so wenig Schaden zugefügt. Das ist... Ach, oh Gott, ich habe auch meine Güte. Na, zum Glück. Eieiei. Hört doch hier so zu nix. Warte mal. Oh, schon direkt die nächsten Ads. Oh nein! Oh, das ist... Damit wollte ich sagen, oh nein, welch Malheur. Ein Unglück, das mir geschah, dessen schwerwiegende Folgen mir noch gar nicht klar werden konnten. Das, was ich damit sagen wollte. Oh, das ist nervig. Ich habe halt nicht das Gefühl, dass ich da effektiv vorankomme. Jetzt trampelt er auch noch auf mir rum.
Ach Gottchen. Dieses dramatische vor die Welle stehen. Ah, verdammt, falsches Timing. Ach Mann. Der hat halt einfach so viel HP und er macht so viel Klimbim und der hat halt auch 100 pro noch ein Phasenwechsel irgendwo bei der Hälfte der HP. Da geht's noch mal richtig ab. War ganz gut mit dem. Nee, den Schlag kann ich nicht parieren. Hoffe! Hab ich gerade Haffel gesagt? Ist schon wieder soweit. Und werb! Ah, da kann ich ja nicht durchdashen. No! Haha! Ho! Oh, oh nein! Ein bisschen viel Wasser, ne? Ich müsste mal heilen, Kollege. Wäre das möglich? Oh nein, Navi, oh, da hat er. Oh, 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 da hat er. Entschieden was dagegen, okay. Kann ich verstehen. Ich habe mich da eigentlich auch schon oft genug drüber aufgeregt, wenn Leute sich heilen. Kann ich nachvollziehen. Und sie da oben wirft die ganze Zeit mit ihrem Geroldsteiner um sich. Oh. Huh! Gott! Ja, wir müssen mal ein paar Sachen testen. Oh. Trinken! Komm, hau mal rein. Vielleicht können wir? Wahrscheinlich nicht. Na, jetzt macht das nämlich. Ich dachte, vielleicht können wir das Spawnen der Ads verhindern, wenn wir im Nahkampf bleiben, aber das ist ja völliger Humbug. Ja. Ich hab schon nichts mehr zum Heilen, ja Mensch. Ich möchte übrigens sagen, dass ich das im richtigen Zeitpunkt bin, mir sehr sicher gedrückt habe. Aber ich glaube, ich kann nicht in der Luft parieren. Warte mal. Nee, geht nicht. Okay, das ist die Erklärung. Es lag nicht daran, dass ich da das Zeitfenster verfehlt hätte. Ja, warte, was geht denn jetzt ab? Ist hier ein Boss? Hä? Krass, okay. Machen wir jetzt First Try. Ich verstehe nicht, warum ich da parieren möchte. Ich weiß noch nicht, ob ich das richtige Zeitfenster habe, diesen... Wenn er sich umdreht und den Wasserschlag macht. Ich weiß, dass ich die Wasserwelle parieren kann und sein Schlag doch bestimmt auch. Aber bisher... Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da das Zeitfenster hätte treffen müssen. Ja, du willst direkt so anfangen. Du willst es also unbedingt auf die Spur. Blitzkram. Oh. Ist halt die Frage, ob da das Parieren wirklich so sinnvoll ist. Okay. Wir brauchen eine Lösung, Leute. Jetzt. Ich habe eine Idee. Wo ist es denn? Da. Okay, haben wir schon ausgerüstet. Was ist das hier, das von den einfachen Sachen? Das ist der Hammer. Purpurrote Scheibe ab, die zu ihrem Träger zurückkehrt. Gefällt mir auch. Wir werden das jetzt mal versuchen, ob wir mit diesen Sachen nicht vielleicht irgendwie
irgendwie diese Ads schneller wegbekommen, damit das Thema schon mal durch ist, weil die gar nicht so das Problem sind. Überleg noch, was das Problem ist. Was? Das hast du noch nie gemacht. Frechdachs. Das macht ja voll viel Schaden. Was soll das denn? Das ist ja ein Witz. Das ist jetzt die Lösung? Das können wir mir nicht erzählen. Das ist ja unglaublich. Das ist ja. Ja, man muss einfach die richtigen Mittelchen finden, ne? Oh, das war neu. Oh, Spießsperre. Oh, Doppelspießsperre. Leute, das ändert alles. Nein, Aber Leute, das ist ja ein Durchbruch hier. Das ist ja, also, ist ja... Da reihen wir uns ja in, also mit Albert Einstein, mit Gandhi, mit den Großen reihen wir uns da ein. Das sind ja mit Marie Curie. Ja, schön, dass die zweimal ihren Nobelpreis hat. Ich habe gerade herausgefunden, wie ich diesem Gegner Schaden mache. Das ändert alles. War dumm, aber egal. Wieso stand denn der jetzt so lange rum? Das hat mich verwirrt. Das ist ja ein Traum. Das ist nicht ein Traum. Jetzt, ich bin jetzt übermütig. Bis die Euphorie. Das hier einmal einsammeln. So. Einen Schluck trinken. Und ist klar, und einer auf den Sack bekommen. Schade. Den hätte ich ihm gerne noch mitgegeben. Ach, das ist mehr Schaden, je weiter weg der Gegner. Oh, es ist schon so, weit. Was kommt jetzt? Was, schon wieder Ads? Jetzt sind aber drei hier. Moment mal. Halt, stopp. Es sind so vier hier. Was war denn hier los? Was da denn passiert? Ich wusste jetzt nicht, dass der da seine Backstreet Boys alle ruft. Also zwei ist okay, aber vier ist zwei zu viel. Ja, ist wahrscheinlich, ne? Wir haben halt rausgefunden, wie wir ihm Schaden zufügen. Angekratztes Ego. Wird halt auch mal in die Trickkiste gegriffen. Dass ich halt jetzt, wo ich weiß, wie ich ihm Schaden zufügen kann, dass es jetzt gar nicht mehr läuft. Ich habe noch großkotzig gesagt, ja, Mana brauchen wir nicht. Oh, ja. Warum bin ich... Ich bin jetzt so gierig. Ich bin da einfach nur wild am Fuchteln mit meinem kleinen Messerchen. Damit ich so viel wie möglich von diesem Blutscheiß... Ach. So. Fokus jetzt hier. Konzentration. Okay. Start.
Nein, warum? Okay. Nein! Oh, da hat er aber schnell reagiert. Muss ich ihm geben. Hat er gut reagiert. Mana, Mana, Mana. Ich mein Leben, Leben, Leben. Letzter Versuch, Leute. Wir strengen uns jetzt nochmal an. Nochmal tief durchatmen. So, Kollege. Ach, mit dem Spieß anfangen, das ist so armselig, wirklich. Ach so, der fliegt nur. Der fliegt nicht die ganze Zeit zurück. Na, da bin ich gegen die Wasserwelle, das war dumm. So, Sekunde, das sammeln wir ein. Nein! Och, also bitte! Noch ein Versuch, noch ein Versuch. Oh nein, ich mach. Das ist jetzt ganz gefährlich. Das ist jetzt der. Nur noch ein Versuch. Kann ich hier eigentlich. Ach nee, das ist ja dafür gar nicht genug. Haben wir hier einen Teleporter? Okay, im Notfall, das ist ja schön. Ist nicht wie bei dem anderen ätzenden Boss. Wenn es jetzt hier darauf hinausläuft, dass uns da oben alles zuwuchert in der Mana-Leiste, können wir jederzeit wieder zurück. Alles sauber machen. Das ist jetzt hier nur noch eine Frage von Zeit. Das allerletzte. Dass der sich nicht schämt. Oh! Das war, glaube ich, clever. Warum muss dann immer was Schlechtes passieren, wenn man... Nein, das geht nicht. Das kann doch nicht... Nee, ich kann nicht von dem kleinen Vieh besiegt werden. Letzter Versuch jetzt, Leute, jetzt wirklich. Letzter Versuch. Ist ja schlimm. Nimmt er hier völlig ungeahnte Ausmaße an. Komm her, machst du Spieße? Nee. Okay, jetzt kommen die Spieße. Ich war gierig. Das passt natürlich nicht ins Animationsfenster. Hilfe, Achtung, Vorsicht. Einfach nur ein. Das reicht ja. Nein, warum bin ich denn so? Wieso? Was stimmt denn nicht mit mir? Also ja, die Liste wird lang, aber... Letzter Versuch jetzt, Leute. Jetzt wirklich letzter Versuch. Wirklich jetzt. Meins ernst. Letzter Versuch. Das war greedy, das war so greedy. Nein! Nein! Nicht so!
Überhaupt gar nicht am liebsten. Aber nicht so. Für ein Spießheinis, Mann. Bin Joko selbst. Bin Joko selbst. So. Wir belassen es dabei. Ansonsten, das ist, man muss auch mal Abstand nehmen. Das ist wie wenn man länger mal arbeitet an einem Projekt. Da muss man mal kurz einen Schritt zurück machen. Weil da wirst du bossblind. Dann siehst du nicht mehr, was abgeht. Deswegen, wenn du noch Snacks habt, pack die jetzt weg. Nächste Folge geht's wieder rein in den Bosskampf. Wir wissen jetzt, wie wir den kaputt hauen. Das blutige Kreiselband der Gerechtigkeit ist unser Verbündeter. Damit kriegen wir den kaputt. Hoffentlich nächste Folge. Macht's gut. Wir sehen uns.